Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Wie toll, dass Sie dran geblieben sind. Jetzt zur 5 Euro Überraschungsshow. Ganz, ganz viele Produkte in kürzester Zeit. Das macht nicht nur uns sehr viel Spaß, sondern Ihnen mit Sicherheit auch, denn Sie können einiges sparen. Bei all den Produkten, die wir Ihnen in der nächsten halben Stunde zeigen, bis zu 5-mal dürfen Sie pro Produkt zuschlagen. Es sei denn, es kommt ein Alarm. Denn wenn der Alarm da ist, dann bedeutet das, dass es ein besonderes Produkt ist, was nur einmal pro Besteller bestellt werden darf. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns heute erwartet, denn wir wissen ja auch nie, was uns in dieser Show erwartet. Und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir uns das erste Mal an. So, danke schön. Das können wir nur zurückgeben hier. Sieht auch toll aus. Danke. Ein Dreier-Set Unterbauleuchten. Das ist ja was Tolles. Also ich kenne die aus dem regulären Programm. Da kosten die, glaube ich, so 15 Euro. Das sind Unterbauleuchten. Die kannst du überall hinkleben, wo du sie benötigst. Zum Beispiel im Kleiderschrank oder Stolperfallen, Treppen oder zum Beispiel auch Vitrinen. Die kannst du hier sogar verschiedenfarbig anbringen. Ja, und das sieht sehr, sehr schön aus. Gerade wenn du auch mal so eine Vitrine hast und so ein Regal, was schon ziemlich alt ist. Damit machst du aus alt neu. Das stimmt. Und ich finde grundsätzlich ja immer Lichter total toll, weil du damit einfach Atmosphäre schaffen kannst. Ne? So kleine Lichtspots kann es gar nicht genug geben für mich, finde ich. Ob es Lichterkette ist oder eben solche Unterbauleuchten, das ist natürlich auch was Besonderes im Vergleich zu so einer Lichterkette, weil sie diese verschiedenen Farboptionen haben und jeder einzelne anwählen können, sehe ich das richtig? Das heißt, ich kann eine rot machen, eine blau, eine grün. Also da kannst du wirklich mit Farben spielen. Du hast die Fernbedienung. Ich finde das auch schön so als Nachtlicht für die Kinder, ne? Wenn die nicht einschlafen können. Sieht sehr, sehr gemütlich aus. Oder vielleicht auch so fürs Bett, wenn du nochmal doch zur Toilette musst. Dass du da einfach die Fernbedienung nimmst, einschaltest. Oder Kleiderschrank, um den Partner nicht zu wecken. Oder Küchenecke, wenn du da, es gibt ja so Ecken, da machst du dir selber immer Schatten. Das hast du ganz häufig auch in der Küche, ne? Stimmt. Und da ist das eine tolle Option. Habt ihr noch Anwendungsbeispiele? Oder auch unterm Bett oder unter dem Sofa, dass es dann so rausscheint. Das ist auch eine schöne Idee. Ist ja sonst immer so extrem teuer, wenn man das schon kauft vom Hersteller. Und so kann man es einfach selber machen. Ja. Wie viele haben wir denn hier für 5 Drei. Euro? Drei. Das Dreier-Set und ganz viele Kunden haben bereits schon zugegriffen, Männlein und Weiblein. Der Kurt schreibt, ich habe 2 Leuchten an Unterbauschränken in der Küche angebracht und eine im Bad nähe der Dusche. Bei grünem Licht zu duschen ist Entspannung für Das ist auch eine gute Idee. Ja. Oder Manuela aus Koblenz schreibt, ich nutze eine von den 3 LEDs als Nachtlicht für mein Kind. Mit der Fernbedienung kann man kinderleicht die Farbe wechseln. Und Felix aus Dresden hat noch eine süße Idee. Habe die 3 RGB-LEDs Unterbauleuchten in eine Puppenstube eingebaut. Kinder sind hellauf begeistert. Ja. Das ist natürlich auch eine süße Idee, ne? Ja, oder stell dir vor, du baust mit den Kindern eine Höhle und hast dann so schönes Licht da drin. Kann man auch gleich Farben mitlernen, ne? Ja, stimmt. Mhm. Ja. Ja, hier, unsere ehemalige Erzieherin, die kennt sowas natürlich, ne? Ja, ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ich finde das auch mit der Dusche eigentlich richtig cool. Ja, überall, ne? Also das wäre jetzt echt so ein Produkt, wo ich sagen würde, 5-mal zuschlagen, weil du wirst diese Orte entdecken, wo du schönes Licht haben möchtest. Ich sehe gerade, du hast sogar 2 Leuchtmodi, also 50% und 100%. Und du hast sogar einen Ausschalttimer, wahlweise 4 oder 8 Stunden Laufzeit. Also das für 5 Euro, mehr geht ja nun mal wirklich nicht. Die Bestellnummer ist die NX6896 und die 569. Und wenn Sie noch mehr Anwendungsbeispiele haben, Sie dürfen ja bis zu 5-mal zugreifen, ne? Also dann hat man wirklich so ein komplettes Set, kannst auch so jede 2. Treppenstufe beleuchten. Ja. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Und dann bitte uns auch schreiben, wo Sie die angebracht haben, weil da freuen wir uns immer sehr zu sehen, wo das denn so alles bei Ihnen Platz findet, unsere Produkte. Und es geht weiter mit weiteren Schnippchen. Oh, kleines Paket, USB-Stick. Oh, das lieben wir. Ist das Schmuck? Wir lieben... Nein. Feuerzeug. Oh, wow. Richtig. Hochgeratener, ne? Oh. Und das ist nicht nur irgendein Feuerzeug, was wir hier haben. Ach, das ist einer mit der Glühspirale, ne? Ja. Den lädst du über USB auf. Mhm. Und der, also gerade für Zigaretten hast du jetzt hier kein echtes Feuer, hat natürlich den Vorteil, gerade wenn es mal stürmisch ist, so wie heute, wo es nur regnet, kommst du mit dem Feuerzeug nicht weit. Und hier hast du jetzt eben was ganz, ganz Tolles. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt.
Nee, also ich kannte auch nur das ganz normale Flammenfeuerzeug. Aber das ist natürlich tausendmal besser als die klassischen Plastikfeuerzeuge, die ich so kenne. Weil das hier, das ist kein Wegwerfprodukt. Das ist ein Produkt, das behalten Sie. Das ist ja auch zum einen sehr, sehr schick. Zum anderen können Sie es aber auch immer wieder aufladen. Und zwar ganz einfach per USB. Und dann haben Sie wieder 80 Zündungen drin mit einer Ladung und können dann so ganz bequem alles anzünden. Kerze, Zigarette, alles, was man, also so ein Feuerzeug braucht man ja immer. Das, ne? Das Prinzip ist, glaube ich, wie im Auto, der 12 Volt Zigarettenanzünder. Ne? Mhm. Da hast du hier diese Glühspirale, also super süß gemacht. Vor allen Dingen kannst du das auch nicht versehentlich öffnen oder anlassen. Das geht nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Sekunden, schaltet das sich auch automatisch aus, wenn Sie das jetzt länger geöffnet haben sollten. Also auch sehr sicher gemacht, ja. Und ist eine tolle Alternative zum klassischen Feuerzeug, was du dann irgendwann wegschmeißt, oder zum Streichholz. Ja, das jetzt bei dem Sturm anzubrennen mit dem Streichholz ist natürlich eigentlich fast schon unmöglich. Mhm. Und hier schreibt uns Ronja K. aus Kennen beispielsweise. Ich glaube, Kennen ist bei Trier. Ich glaube, das ist so ungefähr meine alte Heimatsrichtung. Kennen? Nettes Geschenk für Segler. Zigaretten anmachen im Wind ist halt schwierig. Also ich finde, so Feuerzeuge sind natürlich immer ein schönes Geschenk, ne? Ja, kannst du übrigens auch personalisieren, weil du gerade schon sagst, Geschenk. Wir haben ja so tolle Gravurstifte bei uns im Sortiment. Kann man die Initialen des Geschenkten auch noch eingravieren? Dann achtet man dann noch mehr drauf, dass man das nicht so einfach aus der Hand gibt. Also finde ich schön, vor allem für 5 Euro. Sie dürfen auch hier bis zu 5-mal zugreifen. Ja, genau. Das können Sie gerne tun mit der Artikelnummer NC7807 und der 569. Habe ich schon gesagt, dass es das Zweier-Set ist, was Sie hier bekommen? Ja, ach, hier steht Zweier-Set. Auf. Nein, hast du nicht. Doch, es ist ein Zweier-Set. Zwei Feuerzeuge bekommen Sie hier für 5 Euro. Das heißt, pro Stück 2,50 Euro nur. Das ist perfekt, finde ich. Weil in der einen Schublade das eine Feuerzeug, das andere vielleicht auf der Terrasse. Und dann haben Sie das Feuerzeug griffbereit dann zur Hand direkt. Sí, Signora. Weiter geht's. Wir machen weiter mit... Bitteschön. Einen Brief, dankeschön. Das ist schon mal gut. Und in diesem Brief ist die Auflösung. Oh, das ist ja auch nützlich. Eine LED-Stirnlampe. Jetzt wird es ja gefühlt schon um 15 Uhr dunkel. Ja. Und jetzt willst du vielleicht mal mit dem Hund Gassi gehen oder hast vielleicht irgendwelche anderen Reparaturen zu erledigen. Dann hast du jetzt hier eine LED-Stirnlampe. Das heißt, du hast Licht, aber du hast keine Taschenlampe in der Hand, sondern direkt auf der Stirn. Das heißt, beide Hände frei, gerade wenn du noch mal Reparaturen machen musst bei Autopannen, ne, oder zum Beispiel auch was suchst, möchtest beide Hände frei haben oder vielleicht auch mit dem Mund noch mal Gassi gehst. Richtig cool gemacht. Die ist auch super hell, fällt mir gerade auf. Ja. Ich habe sie versehentlich mir direkt in die Augen gehalten, als ich sie gerade angemacht habe. Ach, guck mal. Ideal auch beim Joggen, Campen, Geocaching, Angeln, Wanderung, Outdoor-Aktivitäten, Reparaturen bei Autopannen. Stimmt, natürlich auch so beim Joggen. Jetzt wird es ja schon sehr früh dunkel, wenn du doch mal joggen möchtest. Da rennst du ja auch nicht mit der Taschenlampe in der Hand rum, ne? Ja, und das finde ich ja auch toll, dass du die Lampe natürlich dann auch ausrichten kannst. Ne? Das heißt, sie hängt nicht einfach nur auf dem Kopf rum, sondern mit diesem Klicken, hören Sie es auch, können Sie die dann fein justieren, genau dahin, wo Sie das Licht dann eben brauchen. Also gerade, wenn ich mir zum Beispiel Anwendungsgebiet Werkstatt vorstelle, ne, dann sind es ja bestimmte Punkte, die ich anleuchten will. Und das können Sie dann ganz einfach hier justieren. Schauen Sie mal hier zum Beispiel. Du hast sogar zwei Leuchtmodi. Ne? Wenn du jetzt mit mir sprechen willst, würde ich dir empfehlen, mach mal 50%. dann sehe ich danach auch noch was. Also die sind richtig hell. Und du hast den Blinkmodus. Wenn du mal eine Autopanne hast, dass du gleich auf dich aufmerksam machst. Hallo, hier, ich bin Rebecca, ich brauche Hilfe. Ja, das ist super wichtig, gerade jetzt im Dunkeln. Mhm. Oder auch beim Fahrradfahren, ja. Ja, gute Idee. Beim Fahrradfahren. Ja. Beim Fahrradfahren ist das natürlich immer toll, dass ich dann auf mich aufmerksam machen kann, ne? Oder auch als Hundebesitzer. Und da haben wir auch ganz viele Kundenmeinungen. Martha aus Berlin schreibt: Die Stirnlampe ist gut geeignet für Outdoor-Aktivitäten, nutze sie regelmäßig beim Campen. Und Ian aus Braunfels schreibt: Die Stirnlampe ist sehr hilfreich, wenn ich am Stromnetz bei ausgeschalteter Sicherung arbeite, aber auch wenn ich an schlecht einsehbaren Stellen arbeiten muss, zum Beispiel am Auto. Ja, lieber Ian, hast recht. Ich gebe noch die Bestellnummer NX9076 und die 569. Und da es hier kein Preisalarm ist, dürfen Sie auch hier bis zu 5-mal zugreifen.
sind immer tolle Produkte hier, weil die zum größten, zum allergrößten Teil immer so nützlich sind. Und nützlich ist für nur 5 Euro. Das macht einfach Sinn, hier zuzuschlagen und noch ein bisschen den Warenkorb zu füllen, damit sie dann auch am Ende des Tages vielleicht auf die 150 Euro Bestellkosten kommen, weil dann ist der Versand für sie kostenfrei. Ja, es geht weiter. Mit dem Alarm. Also, Preisalarm bedeutet, hier eine kleine Ausnahme. Normalerweise dürfen Sie alle Produkte bis zu 5-mal bestellen. Jetzt Ausnahme nur ein Stück pro Bestellnummer, weil es eben so knallhart herunterreduziert worden ist. Guck an, es gibt tatsächlich noch Produkte, die ich auch noch nicht kenne. Ja, habe ich nämlich auch noch nicht gesehen bisher. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Wow, es geht einfach von allein los. Es macht Musik. Zack. Es macht Musik, genau. Es ist ein Universal-Türschließ-Erinnerungsalarm. Das heißt, wenn Sie so eine Kandidatin sind oder so ein Kandidat, der gerne mal die Tür vergisst zu schließen, dann haben Sie diesen Helfer am besten direkt an der Tür, weil der erinnert Sie mit dieser sanften Melodie daran, einfach mal die Haustür wieder zu schließen. Oder ich glaube, das hier ist sogar eine Kühlschranktür. Ne? Ich habe das tatsächlich auch, dass ich die Kühlschranktür nämlich vergesse zu schließen. Ja. Aber die ist dann nicht so weit offen, dass der Kühlschrank Alarm machen würde. Und das finde ich hier auch an der Stelle total praktisch und total super. Das ist natürlich auch so ein Alarmsignal, was halt nicht so ein typisches Alarmsignal ist, sondern so eine schöne Melodie. Da schreckt man auch nicht so auf und dann werden Sie direkt daran erinnert, ha, die Kühlschranktür, die sollte ich doch mal noch mal schließen. Oder vielleicht die Haustür, das ist ja noch schlimmer, wenn ich die vergesse zuzumachen. Mhm. Ne? Also Haustür ist natürlich auch so ein Thema, also Einbruch. Und jetzt sehen wir hier die Sekunden, also nach 15 Sekunden schlägt das kleine Gerät Alarm. 15 ist, oder 30, beides möglich. Ist natürlich auch eine schöne Erziehungsmaßnahme für Eltern oder Großeltern. Ne? Das können die Kinder an ihre Kinderzimmertür befestigen. Und wenn dann die Eltern rausgehen, vergessen die auch ganz gerne mal die Zimmertür zu schließen. Ich habe das als Kind immer gehasst, wenn meine Eltern den Raum verlassen haben und die Tür war noch auf. Liebe Eltern, das wäre auch eine schöne Erziehungsmaßnahme für Sie, oder? Oder natürlich Kühlschrank. Wenn er abtaut oder Gefrierschrank, dann wird es richtig ärgerlich. Ne? Ich finde es auch sehr gut, weil voll viele haben ja auch ihren Kühlschrank oder ihre Gefriertruhe in der Garage zum Beispiel. Und da bist du im Winter jetzt vielleicht auch nicht ganz so oft. Und dann würde man das ja auch gar nicht sehen, wenn ich da vergessen habe, die Tür zu schließen. Und dann ist es richtig ärgerlich. Stell dir vor, kurz vor Weihnachten, gut, es ist jetzt nach Weihnachten, aber stell dir vor, du hast ein großes Fest, hast einen fetten Braten noch im Kühlschrank. Fetter Braten, auch vielleicht für den Käfig von so Kleintieren, ne? Wenn du da die Tür vergisst zuzumachen, dann büchsen die ja aus. Ja, stimmt. Aber spannend, dass du jetzt die Assoziation hattest bei als Veganerin. Ja, das macht absolut Sinn. Erinnern Sie sich dran, beziehungsweise lassen Sie diesen kleinen Helfer Sie dran erinnern, die Tür zu schließen, wenn Sie es selber vergessen und auch es gar nicht bemerken würden. Dieser kleine Türschließalarm, der merkt das in jedem Fall und wird Sie daran erinnern. Die Artikelnummer ist die PX3557 und die 569. Jupp, es geht weiter. Und wir haben wieder was schön. Wir hatten noch nichts richtig Großes bisher, ne? Ich hoffe jetzt Schmuck. Jetzt! Also jetzt muss ich euch wirklich sagen, das ist das, worauf wir die ganze Zeit schon wartet. Wo ist Carsten? Das ist nämlich eine Herrenarmbanduhr aus Edelstein und das sogar schick. Wow. Passt gerade perfekt. Guck mal, klassisch, schnörkellos und elegant. Wir beginnen mit den Herren. Und das ist wirklich sehr, sehr, also ein Ziffernblatt als hier wirklich ganz, ganz schnörkellos, klassisch, schön. Erinnert einen auch an einen sehr, sehr teuren Hersteller. Was eben das Schöne ist, du hast ja keinen Schnörkel, keinen Schnickschnack. Wirklich nur das Wichtigste aus Wesentliche reduziert. Und da schreiben uns ganz, ganz viele Kunden dazu. Eine gut aussehende, flache Herrenarmbanduhr, sehr schönes Edelstahlarmband, leicht und schnell an- und abzulegen. Ja, das stimmt. Wir haben hier übrigens ein laufruhiges japanisches Quarzuhrwerk. Wow, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ich finde, die sieht auch qualitativ hochwertig aus. Ich mag das Ziffernblatt total gerne in diesem, so ein bisschen dunkleres Silber ist das, ne? So ein Grau-Silber. Ich finde das so unheimlich schön von der Farbe, auch mit diesem leichten Glanz. Also sehr dezent, aber gleichzeitig auch sehr, sehr edel. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, die Herrenvariante ist tatsächlich auch was für Damen. Denn ich glaube, das ist vom Ziffernblatt auch sehr schön. Ne?
Und gerade größere Uhren bei Damen sind ja auch sehr beliebt, ne? Ich finde auch das Ziffernblatt, dass die 12, die 3, die 6 und die 10 mit den römischen Zahlen sind, sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ist mal was komplett anderes. Also sehr edel, sehr stilvoll, sehr elegant. Ich finde, das ist so ein Statussymbol. Also bei Herren ist das ja so, die haben wenig Schmuck, ne? Wir Frauen, wir sind dann schon eher, dass wir uns mal zuballern mit Armband und Kettchen und Ohrring. Aber bei Männern ist so die Uhr so das ziemlich einzige Schmuckstück, mit dem sie sich schmücken können und somit auch ein Statussymbol. Und das sieht unfassbar teuer aus. Die Uhr hätte ich jetzt locker gedacht, 50, 60 Euro. Ja, oh, stimmt. 5 Euro nur. Ich habe diesen Effekt immer total oft in der 5-Euro-Show, dass ich immer wieder denke, boah, das kann ja nicht so günstig sein. Und wie gesagt, für mich ist das Alleinstellungsmerkmal hier an dieser Uhr dieses wunderschöne Ziffernblatt mit diesem tollen, tollen Grau. Sehr schick für 5 Euro. NC7388 und die 569 ist die Bestellnummer für die Herren. Und liebe Damen, wir kommen natürlich auch nicht zu kurz. Auch da haben wir das Ganze ein bisschen zierlicher und schmaler für die Damenhandgelenke. Wer sich jetzt nicht entscheiden kann, kann auch gerne bei den Herren und Damen zugreifen. Aber du hast gesagt, auch viele Damen tragen gerne etwas größeren. Wie handhabt ihr das? Mögt ihr lieber größere Uhren oder kleinere? Ich mag tatsächlich lieber so kleinere Uhren. Also für mich wäre diese Uhr jetzt auch wirklich perfekt, weil ich ja auch sehr schmale Handgelenke habe. Und von daher finde ich das echt richtig schön elegant auch, weil bei mir wird es jetzt ein bisschen komisch aussehen, wenn ich eine zu große Uhr drum habe. Das ist genau das gleiche Ziffernblatt wie bei der Herren. Genau, ne? Sieht sehr elegant aus. Sieht auch toll als Partneraccessoire. Ne? Stimmt. Einfach mal das gleiche Pendant hier für die Damen noch mitbestellen. Und ganz ehrlich, da freut sich doch die Dame, wenn der Herr sich nicht nur selber eine Uhr kauft, sondern direkt eine für die Dame noch mitbestellt oder umgekehrt. Bei 5 Euro machen sie ja auch alles. Ich mag auch den Verschluss total gerne. Ja. Kathleen aus Erfurt schreibt uns, tolle Optik der Uhr sowie des Armbandes. Sieht sehr wertig aus, gutes Tragegefühl, hohe Ganggenauigkeit der Uhrzeitangaben bisher über mehrere Wochen als zweckmäßiges Geschenk toll geeignet. Ja, das stimmt. Also hier sind wirklich alle Damen auch begeistert. Die Bestellnummer ist die NC7389 und die 569. Und bei 5 Euro würde ich mir die Chance nicht entgehen lassen. Ich würde bei den Herren und bei den Damen zugreifen und ich greife beim Basser zu. Zack. Irgendjemand riecht heute gut von euch. Irgendjemand hat schön. Gerade eingespürt, riecht gut. Was haben wir jetzt? Einen Gürtel. Noch ein schönes Accessoire. Aber dieser Gürtel hier macht natürlich absolut Sinn, weil der funktional ist. Das heißt, Sie haben nicht einfach nur einen Gürtel, der schick aussehen soll, sondern Sie haben einen Gürtel mit einem Reißverschluss dran. Und da können Sie jetzt allerlei Wertsachen drin verstauen. Super praktisch hier und haben den Gürtel natürlich ganz nah immer an sich. Das heißt, jeder Langfinger wird es schwer haben, unter Ihr T-Shirt oder unter Ihren Blazer oder unter Ihre Jacke zu greifen, in diesen Gürtel rein, um sie zu beklauen. Das ist mal da was einfach einfüllen. Sicher. Und naja, es ist ja nicht nur auf Reisen so, an klassischen Reiseorten, dass du da beklaut wirst. Das ist ja tatsächlich in jeder Stadt mittlerweile so. Guck mal, jetzt hast du deine Reisedokumente oder ein Flugticket oder vielleicht doch mal ein paar Scheinchen, weil du auf dem Basar was kaufen möchtest. Da schleppst du jetzt nicht die riesen Handtasche mit, sondern so einen schicken Gürtel. Ja, und ist auch verstellbar. Und da wirst du nicht so leicht beklaut, weil das vermutet ja keiner, dass das ein Gürtel, ein Transportgürtel ist, ne? Also ich würde es jetzt auch nicht nur als normalen Gürtel benutzen, sondern vielleicht auch tatsächlich einfach um den Bauch herum unterm T-Shirt, weil da vermutet jemand noch weniger, dass da sich was versteckt, was man vielleicht klauen könnte und große Beute machen könnte. Und ich weiß, dass mein Vater sowas auch hat, gerne, wenn er unterwegs ist, ja. Weil natürlich ganz nah am Körper dran, da fällt es halt einfach auf, wenn da jemand lang fingern möchte. Deswegen, so sichern sie einfach optimal ihr Geld. Auch schön für Frauen, wenn die unterwegs sind, ne? Wenn man so ein Kleidchen anhat, da hast du ja meistens keinen Platz noch für einen Schlüssel. Wohnungsschlüssel oder ein bisschen Kleingeld. Anne, ja. Das ist wirklich für die gut. Party. Ja, wenn du abends unterwegs bist und keine Tasche mitnehmen möchtest, dann nimmst du einfach diesen Gurt hier mit. Richtig gute Idee, geht ja auch unterm Kleid, stimmt. Finde ich super. Müssen auch die Clubs wieder aufhaben. Ja, das stimmt. Dann wäre es ideal. Hier, ich lese Ihnen mal noch ein paar Kundenstimmen vor. Hier zum Beispiel von Markus J. aus Linz an der Donau. Dieser Gürtel ist einmalig für meine Jeans, geldsicher verwahrt und keine zusätzlichen Geldbörsen etc. Keine Überlegung mehr, wohin mit dem Bargeld. Werde auch für die gesamte Familie solche Tresorgürtel anschaffen. Tresorgürtel finde ich ja auch eine gute Umschreibung
für diesen Gurt, der ihr Hab und Gut sicher verschließt und sicher vor Dieben hier verstauen lässt. Die Bestellnummer ist die NX7516 und die 569. Die Länge übrigens 1,30 Meter, also das ist schon eine ordentliche Länge. Die Breite 4 cm. Einfach den Geldschein so ein bisschen zusammenfalten und dann ist der hier ideal auch verstaut. Aber machen wir weiter. Was. Vor uns. Zack. Nur tolle Produkte heute. Bitte schön. Danke schön. Mich hat noch keine 5-Euro-Show enttäuscht. Mhm. Nee, ich auch liebe die 5-Euro-Show. Oh, ein Lampentester für alle gängigen Fassungen. Okay, was ist ein Lampentester? Überprüfen Sie einfach und schnell Halogen- oder Glühlampen auf Ihre Funktionstüchtigkeit. Sehr gut. Also egal ob E10 oder E27. Ah, ist die Lampe noch funktionstüchtig? Leuchtet die grüne LED und es ertönt ein akustisches Signal. Ach, das ist natürlich cool. So eine Lampe siehst du ja optisch nicht an, ob die noch funktioniert oder nicht. Hier hören wir das mit so einem akustischen Signal und es leuchtet noch grün. Ja, unsere Glühlämpchen sind alle noch funktionstüchtig. Alle sind noch top. Alle super. Beide. Die werden alle noch behalten. Aber vielleicht haben Sie das auch, diese eine Schublade oder diese eine Kiste, wo Sie super viele Lampen haben, wo Sie gar nicht mehr wissen, funktionieren die noch oder nicht. Einfach mal hier mit diesem Gerät durchgehen und dann wissen Sie ganz genau, welche Sie wegschmeißen können, entsorgen können und welche noch verwendet werden können und als Ersatz Ihren Platz im Keller behalten dürfen. Denn, Anne, du bist ja auch so ein Ordnungsmensch, der gerne einfach das aussortiert, was wir nicht brauchen. Ne? Das macht einfach Sinn, ne? Ja, aber das ist mir schon manchmal zum Verhängnis geworden. Tatsächlich ist das so zum Beispiel auch bei Batterien oder hier bei unseren Glühlampen, dass du dann die, die noch funktionstüchtig sind, wegschmeißt und die nicht mehr funktionieren, die behält man dann versehentlich, weil den siehst du das, wie gesagt, optisch nicht an, der Batterie nicht, aber auch so eine Glühlampe nicht. Und da ist es eben schön, wenn man damit testen kann. Einfach in den dafür vorgesehenen Sockel stecken, ne, dann leuchtet das grüne Lichtlein oder eben nicht. Im besten Fall leuchtet es und natürlich auch hier das akustische Signal. Und ganz viele Kunden haben uns geschrieben, wie Malte, er schreibt, mit diesem Gerät können auch Nicht-Elektriker problemlos ihre Birnen prüfen. Die Feststellung, ob Birne oder Lampe defekt ist, kann jeder Besitzer selbst prüfen. Und Heiko schreibt, ein Gerät, das in keinem Haushalt fehlen sollte. Lieber Heiko, hast du recht. Ja, und für 5 Euro nimmt man das einfach mal mit, ne? Weil das ist einfach gut zu haben. Und bei 5 Euro brauche ich ja auch immer nie viel nachzudenken. Ne? Das heißt, wenn Sie sowas noch nicht haben, und ich habe noch nie jemanden gesehen, der sowas hat. Aber nee, ich auch nicht, aber das ist mega praktisch. Ja. Deswegen, dann schlagen Sie jetzt direkt zu. Ja, zuschlagen ist mein Stichwort. PX7141 und die 569 ist die Bestellnummer zum Zuschlagen. Gerne auch mehrfach, das kann man ja auch mal schön verschenken. Ne, weil so eine Glühlampe kaufst du dann ja doch mal auf Vorrat. Die hat man ja nicht nur mal eine da. Und vielleicht ist da auch mal eine irgendwie kaputt gegangen. Oder ach, es ist eben schön, immer sowas in der Schublade zu haben, so einen Glühlampentester. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich kenne das für Batterien, aber für Glühlampen kannte ich das noch nicht. Genau da, wo Sie Ihre Lampen lagern, lagern Sie auch dieses kleine Produkt. Und dann haben Sie eben Ihre Prüfstelle sozusagen direkt einsatzbereit, immer da, wenn Sie sie brauchen. Ja, die Prüfstelle. Und wir prüfen mal, ob der Basser noch funktioniert. Ja, er funktioniert noch. Sehr gut. Und was? Oh, das Paket wird jetzt ein bisschen größer. Ah ja. Und ich weiß auch schon, was drin ist. Ich habe reingelunzt. Oh oh, sollst du lunzen? Ja, manchmal schon. Ich liebe die haben wir im regulären Sortiment, ne? Die sind richtig schön. Das sind LED-Akku-Tischlampen. Das heißt, sie haben da kein Kabel. Und schauen Sie mal, wie besonders diese Lampen vom Design her sind. Ich finde die super elegant mit dem roséfarbenen Absatz vorne. Die Form natürlich einfach mal ungewöhnlich. Und so ein bisschen Kante zeigen in der eigenen Wohnung ist einfach schön, das ist ein Hingucker. Da schaut man gerne hin. Und ich habe es eben schon an anderer Stelle gesagt, so Lichtspots in der Wohnung verteilen, finde ich immer total toll, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Es ist auch mal eine ganz andere Form, dieses eckige Design. Also wenn Sie auch sehr mode- oder stilbewusst sind, ist es eine tolle Alternative zu anderen Leuchten. Und ich kann ihn mir auch schön auf dem Nachttischschrank vorstellen. Also auch gerne zweimal zugreifen für den Partner mit dazu. Weil häufig ist es so, du hast eine Nachttischlampe, eine Steckdose. Und jetzt musst du dich immer entscheiden, Lampe oder Handy laden. Ne? Und hier müssen Sie sich gar nicht mehr entscheiden. Handy können Sie laden, Nachttischlampe bleibt leuchten. Und die hat die auch einen Bewegungssensor? Ja. Oder ist es der An- und Aus? Tatsächlich, Bewegungssensor hat der auch, wow. Ja.
Und das ist natürlich prädestiniert dafür, als Nachtlicht verwendet zu werden mit dem Bewegungssensor. Ne? Ob es jetzt im Flur ist oder direkt am Nachttischchen. Wenn Sie vorbeigehen, dann geht die Lampe automatisch an und schaltet sich auch nach 25 Sekunden wieder automatisch ab. Und da müssen Sie gar nicht erst den Lichtschalter betätigen oder den Lichtschalter im Dunkeln suchen, sondern Sie gehen einfach vorbei und dann geht diese schöne Lampe an. Also ich finde das gigantisch. Hätte ich niemals gedacht für 5 Euro. Ich habe vielleicht gedacht, oder ist es denn doch der Preisalarm? Aber nein, Sie dürfen hier bis zu 5-mal zugreifen. Und gerade so Roségold ist ja momentan wieder sehr angesagt, ob es beim Schmuck ist oder eben auch hier bei unseren, wobei es ja auch ein Schmuckstück, für Ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, kann man ja überall aufstellen. Auch ist im auch gleichzeitig, Treppenhaus im Flur, ne? Passt das auch richtig? Ist auch gleichzeitig auch wie so eine Taschenlampe nutzbar, ne? Das stimmt, absolut. Und laden Sie übrigens auch ganz einfach per USB wieder auf und dann reicht die Lampe mal wieder für die nächsten Tage, um Ihnen den Weg zu weisen, sei es im Flur, sei es im Schlafzimmer oder durch die gesamte Wohnung, denn da können Sie bis zu 5-mal zuschlagen für diese eckige LED-Akkutischlampe mit der Artikelnummer ZX6039 und der 569 ist diese Tischlampe Ihr eigen. Und da, wie wir es gerade gesehen haben, hat mir das auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Auch. Sehr, sehr geschmackvoll. Elegant einfach. Elegant und geschmackvoll geht es weiter. Oh, guck mal, die Päckchen werden immer größer. Vielen Dank. Ich bringe euch jetzt etwas Scharfes. Messer. Ein dreiteiliges Messerset. Drei Teile sogar. Im Hammerschlagdesign. Wow. Vorsichtig, die sind richtig scharf. Und wir alle wissen, für ein gutes Messer, für ein Messer kannst du schon mal locker 20, 30, 40 Euro ausgeben. Und jetzt haben sie hier das Dreier-Set unserer Hammerschlag-Design-Messer. Und da ist wirklich alles dabei. Du hast das Kochmesser mit einer kleinen und einer großen Klinge und ein Allzweckmesser und ein Schälmesser. Also drei Messer für 5 Euro. Das ist natürlich gigantisch. Wow. Ja, und weißt du, ich finde, es macht einfach viel mehr Spaß in der Küche, wenn ich einfach entsprechendes Gerätschaft oder entsprechende Handwerkszeug habe, was dann auch scharf ist. Ich hasse es, wenn du irgendwas schneidest, irgendein Gemüse oder noch schlimmer, Tomaten schneidest. Ja, die zerquetscht man. Und die musst du nicht, und dann musst du die mehr zerquetschen, als dass du die dann tatsächlich schneidest. Das macht einfach viel mehr Spaß mit scharfen Messern und es geht ja auch viel, viel schneller, viel, viel sauberer. Viel angenehmer hier. Also ich habe lieber drei scharfe Messer zu Hause als 20 zusammengesammelte Messer, die überhaupt nichts taugen. Und die sehen unfassbar schön aus. Die hat auch nicht jeder so ein schickes Design. Ich habe noch nie vorher schwarze Messer gesehen mit diesem Hammerschlag-Design. Es ist was ganz Besonderes. Ich muss auch sagen, ich habe das ja gerade in der Hand und der Griff fühlt sich richtig gut an. Weil der ist auch so geriffelt und der ist nicht so glatt. Großes Messer, das nutze ich ganz gerne als Hackmesser für Nüsse und für Kräuter. Und dann hast du so kleine Allzweckmesser, ne, für Obst, Gemüse, Fleisch, also für alles zum Tranchieren, also da ist alles dabei und das für 5 Euro ist auch mal ein schönes Geschenk für so einen Hobbykoch, ne? Oh ja, du sagst das, weil es halt eben besonders ist, ne? Das ist, sind nicht einfach nur schöne Messer, sondern tatsächlich schöne und scharfe Messer. Da freut sich mit Sicherheit jeder Koch oder auch Hobbykoch oder Profikoch, wie auch immer. Und für 5 Euro 3 Messer. Toll. Jill aus Dresden schreibt, super Set zum Preis. Nachdem ich mein Set erhalten habe, habe ich es auch gleich weiterempfohlen und somit habe ich es gleich nochmal bestellt. Das ist natürlich sehr clever. Gut. NX9014 und die 569 ist die Bestellnummer für unser dreiteiliges Messerset. Das war sie auch schon wieder, die 5-Euro-Show. Bleiben Sie jetzt unbedingt dran, denn hier geht es spannend weiter und bestellen Sie jetzt Ihre Highlights, Ihre Schnäppchen unter der kostenfreien Hotline 0800 51 51 und 3x4. Viel Spaß!